Java 9 ist endlich draußen, nur leider gefällt das dem offiziellen Minecraft-Launcher überhaupt nicht. Wie du die Fehlermeldung beheben kannst, das zeige ich dir heute. Ja, wie vor dem Intro schon angekündigt, ja, Java 9 ist jetzt seit einiger Zeit zum Download verfügbar, nur leider gefällt das dem Minecraft-Launcher überhaupt nicht. Ihr seht hier, ich habe hier den offiziellen Minecraft-Launcher mit der Version 1.12.2, mit Forge, das ist die Version, mit der ich hier Minecraft Community aufnehme. Wenn ich jetzt mal auf Play drücke, fängt hier auch alles an, brav runterzuladen, nur um dann direkt mit, ich ziehe es euch mal rein, mit der Fehlermeldung hier abzuschmieren. Ja, wie können wir das Ganze beheben? Wir schließen das als erstes mal und öffnen wieder den Minecraft-Launcher, beziehungsweise warten, bis er automatisch nochmal startet. Dann klicken wir hier auf Edit Profile und setzen hier den Haken bei Java Settings Advanced, bei Executable setzen wir hier den Haken rein und kopieren uns einmal den Pfad hier bis einschließlich dem Unterverzeichnis Java. Ja, das Ganze öffnen wir dann einfach mal im Windows Explorer und da sehen wir auch hier aktuell steht hier nach der Java JAE 9.01, das ist die neue Version 9, in der will Minecraft zurzeit noch nicht starten. Den Ordner sehen wir auch hier, ich kann es auch mal ein bisschen auf die Seite schieben. Er startet aktuell Minecraft hier in dem Ordner, in der Bin und dann mit der Java.exe, beziehungsweise hier, mit der Anwendung wird Minecraft aktuell gestartet mit der Version Java 9. Das Ganze funktioniert noch nicht, ich denke mal, Minecraft ist ein bisschen hinterher. Was ihr machen müsst, ihr geht einfach einmal zurück. Voraussetzung ist, dass ihr die alte Java Version 8 noch nicht komplett deinstalliert habt. Ihr guckt einfach hier nach der JAE 1.8, nicht der JDK, sondern JAE für Java Runtime Environment. Macht hier einen Doppelklick drauf, Bin, und das kopiert ihr einfach und ersetzt hier alles bis zu dem Dateinamen. So, kopiert das hier einfach rein, guckt, dass ihr kein Backslash vergessen habt, sagt Save Profile und versucht nochmal Minecraft zu starten. Und wenn das Ganze funktioniert hat, dann sollte er Minecraft jetzt auch gleich mal starten. Wir können kurz einen Moment warten. Und da ist der Launcher. Also so einfach kannst du den Java-Fehler in der neuen Version von Java mit der Version Java 9 beheben. Wenn das Video gefallen hat, lass einfach mal einen Daumen hoch da und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.